Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Mariana und ich bin heute zu Besuch bei Matthias Meindl bzw. bei SBK Tech Suspension. Und ich werde mir heute mit euch gemeinsam die Schritte anschauen, wie das so ausschaut, wenn man sein Fahrwerk von Matthias Meindl und seinem Team einstellen lässt. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal hinein. Aber bevor wir reingehen, das Wichtigste ist noch, dass ihr am Anfang mal Kontakt aufnehmt und euch einen Termin ausmacht, wo ihr mal besprecht vielleicht auch, was ihr verbessern wollt oder was euer Problem ist. Schauen wir mal rein. Hallo Matthias. Hallo Mariana, grüß dich. Alles klar? Ja, bei dir? Oh, kalte Hände. Sehr kalt draußen, ja. Ich habe mir überlegt, ob du vielleicht heute mal den Zuschauern zeigen könntest, wie hier so alles abläuft, wenn ich als Kunde oder der Zuschauer als Kunde jetzt mal von dir das Fahrwerk einstellen lassen will. Okay. Ja, wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es also wir sind ja spezialisiert nur auf Fahrwerke, wie du bestimmt weißt. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Zum einen die komplette Basic, also das Basic-Setting. Das machen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so ein Motorrad auf Achse, also auf den Rädern da haben, ja. Mit vorhandenen Komponenten. Also sprich, angenommen, die Komponenten passen oder der Kunde sagt, nee, ich will die Komponenten behalten, sprich, ich will die Gabel behalten, ich will das Federbein behalten, ich will auch die Federn behalten. Ich will einfach nur, dass mit den Mitteln, die ich jetzt habe, es richtig eingestellt wird. Das ist unser Basic Setting Service, den gibt es zum Buchen online, kann man online quasi ausfüllen und so weiter. Kann man aber da das Bike auch herbringen und da lassen, kann auch darauf warten, das ist relativ unkompliziert. Wohlgemerkt, da geht es nur mit den vorhandenen Komponenten. Andere Sache ist zum Beispiel, wenn man das Ganze eher aus Advanced Setting, das ist unser zweiter Bereich, macht, zum Beispiel hier oder hier, da bringt der Kunde das ganze Motorrad und da wird in der Regel ein Fahrwerksservice, also ein Service im Sinne von Gabelservice, Federbeinservice, Instandsetzung und auch natürlich die fahrdynamischen Defizite dementsprechend in Angriff genommen. Und da sind viele Sachen begraben. Ich habe den Zuschauern jetzt mal gesagt, am besten sie rufen vorher an und beschreiben dir mal, was sie gerne verbessern möchten oder was ihr Problem ist. Und dann kannst du vielleicht schon beraten, wie die weiteren Schritte am besten ablaufen. Genau. Weil nicht, dass man sich jetzt Basic bucht und aber in Wirklichkeit Advanced wäre das Problem nur mit Advanced zu lösen. Exakt. Also da ist der Anruf immer unkomplizierter. Also wir haben da die Möglichkeit, dass wir zum einen das Motorrad bringen und dann hier auf unsere Workstations quasi wie die Gabel und Federbeine selber ausbauen. Ja. Was aber die Regel ist, dass die Leute eigentlich die Gabeln und Federbeine schicken, weil sie natürlich dementsprechend weit weg sind. Und wir haben uns da speziell, was die Fahrdynamik-Defizite anbelangt, so ein bisschen spezialisiert, um die Kommunikation mit dem Kunden wirklich bis ins Detail zu schleifen. Weil viele wissen ja gar nicht, dass sie überhaupt ein fahrdynamisches Defizit haben. Ja. Das entsteht eigentlich erst dann, wir haben da so einen Fragenkatalog, so ein Kundendatenblatt, was es bei uns auf der Homepage zum Download gibt. Und da geht es halt zum einen natürlich um die Daten des Kunden, dass ich weiß, wer ist denn das? Ne? Zum anderen aber auch interessiert mich, wie bremsstabil ist das Motorrad, wie lenkt das Motorrad auf der Bremse zum Scheitel, wie ist, wenn der die Bremse loslässt, wie ist, wenn du an den Stützgas gehst, hat er Unruhe drin, hat er wenig Grip und solche Sachen. Und wenn derjenige dann das liest, die Fragen liest, dann stellt er auf einmal fest, also wenn das schlecht ist, dass mein Motorrad extremes Wheelie-Verhalten hat, dann, wenn man da was dagegen machen kann, dann gerne so nach dem Motto. Ja. Und das ist eigentlich so der Hintergrund. Und dann haben wir hier, gehen die Aufträge rein, wir haben die Analysen dazu, beziehungsweise die Kundendaten, die fahrdynamischen Daten und dann geht es in die Verarbeitung. Mhm. Wie schaut dann der nächste Schritt aus? Ja, zum einen müssen wir mal, je nachdem, wenn es sich um eine Gabel handelt, dann haben wir hier extra unseren Gabelraum, wo nur Gabel gemacht werden, abhängig von den jeweiligen Spezialwerkzeugen, die man dazu braucht. Und da ist grundsätzlich einmal interessant, dass wir mal eine Eingangsprüfung machen. Sprich, wir müssen erst einmal feststellen, was ist denn überhaupt eingestellt in so einer Gabel mit den vorhandenen Komponenten, was ist eingestellt, was ist verbaut. Sprich, was für eine Federrate ist drin, wie viel Luftpolster war eingestellt, welches Öl ist drin, welches Dämpfungssetting ist drin. Und dazu zerlegen wir halt so eine Gabel mal komplett und analysieren das Ganze dementsprechend, das ist schon festgehabt, und haben dann auch. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Frage. Wir müssen das Puzzle zusammenbauen. Mhm. Das heißt, wir müssen Gabel und Federbein zerlegen. Wir müssen das analysieren, schauen, was ist hier passiert, was ist gut, was ist schlecht. Und dann verbinden wir das mit den fahrdynamischen Defiziten, die der Kunde hat. Und dann gebe ich eine Empfehlung ab. Das heißt, Stefan und ich, unser Techniker und ich, setzen uns zusammen
Und es kann auch mal eine Stunde oder zwei dauern, bis wir wirklich wissen, okay, gehen wir hier in die Richtung, machen wir hinten das, machen wir vorne das, brauchen wir mehr Dämpfung, brauchen wir weniger Dämpfung, und dann gehe ich eigentlich ins Gespräch mit dem Kunden. Und dann das rufe heißt, ich den an. Du rufst dann wieder den Kunden an und sagst ihm, hey, ich würde dir Option A oder Option B empfehlen, beziehungsweise A empfehle ich dir, dafür bräuchtest du zum Beispiel das und das neue Teil, aber dann hast du die beste Lösung. Oder Option B, das ist so ein Mittelweg. Preis-Leistung, ne? Genau. Also ich schätze mal, du berätst dann nochmal den Kunden und der kann dann selber entscheiden, was möchte er wählen, und dann wird das erst umgesetzt, oder? Der weiß es zwar im Vorhaben schon ungefähr, was auf ihn zukommen würde, weil wir haben immer dieselben Leistungen und Preise eigentlich. Weil es geht dabei um Gabel-Service, Federbein-Service, es geht dabei um Federänderung und oder Dämpfungsänderung, und somit sind die Preise sehr pauschal. Das ist eigentlich unser Vorteil im Fahrwerksbereich, dass die Preise sich, egal ob das eine Kawa oder eine Yamaha oder eine Ducati ist, dass die Preise eigentlich alle identisch sind, plus auf ein paar Euro, das ist die Differenz, schlucken wir dann. Aber wir haben es dann eigentlich für den Kunden einfacher, dem einen geraden Preis zu machen. Und es sieht er auch vorher besser. Aber wenn ihr jetzt ein anderes Teil oder sowas, eine andere Feder oder was weiß ich braucht, dann kommt es ja dann zusätzlich noch dazu. Nein, das ist da schon, also bei der Feder ist er schon mit dabei. Okay. Anders ist es jetzt, wenn man zum Beispiel eine komplette Dämpfungskartusche braucht, weil man zum Beispiel sagt, okay, die Cartridge, der Originale ist jetzt ein bisschen wenig oder unterdämpft oder so, und man würde jetzt dem Kunden empfehlen, auf Cartridge umzubauen, oder er wollte das vorher schon, das gibt es ja auch, dann ist natürlich ein anderer Preiseinbruch vorhanden, wenn man jetzt hier so eine Öl ins Cartridge verbauen für 2500 Euro, nur die Cartridge. Das ist natürlich ein bisschen individuell, aber wichtig ist die Kommunikation. Und hier haben wir jetzt quasi unsere Gabeln, das ist nur der Gabelbereich, die halt vorne im Auftragsregal liegen, die werden halt dann Stück für Stück abgearbeitet, kommen da rein, dann arbeiten wir die ab, sind immer in der Kommunikation mit dem Kunden. Und für die Federbeine haben wir eine räumliche Trennung, einfach aus dem Grund, dass wir halt, dass Stefan an meinetwegen heute am Federbeinen arbeitet, ich an der Gabel, und wir kommen uns nicht in die Quere. Ja. Genau. Das heißt, es wird einmal die Gabel analysiert und das Federbein wird auch analysiert. Genau. Und das ist immer in Kombination, ist ganz wichtig. Die Gabel alleine bringt gar nichts, wenn ich das Federbein dazu nicht sehe. Weil das Motorrad ist wie eine Wippe. Das heißt, wenn vorn alles super ist, aber hinten schlecht ist, dann kann es trotzdem nicht funktionieren und umgekehrt. Und deswegen ist die Analyse eigentlich immer nur möglich, wenn man beides weiß und beides kennt. Und dann machen die fahrdynamischen Defizite Sinn. Da darf man sich nicht verwundern lassen, wir machen keine Autos mehr, das ist jetzt nur für, ich habe einen Hauptsponsor, für den mache ich noch Autos, deswegen hängt es da. Das ist ein GR Yaris, weil immer viele fragen, das ist nicht meiner. Viele haben immer gesagt, ah, oh, geiler GR Yaris, der gehört nicht mehr. Genau, da haben wir quasi, da werden die Bikes zerlegt, beziehungsweise zerlegt ist gut gesagt, da werden die Federbeine und Gabeln ausgebaut, sonst machen wir da relativ wenig. Wir haben da drüben noch einen Waschstand, da wo die Teile sauber gewaschen werden, einen Bohrstand etc., dass wir mal was bohren müssen. Wir haben überall, wichtig ist mir immer, dass wir voll funktionsfähige Arbeitsplätze haben, also dass ein Mechaniker nicht von hier nach da rennen muss wegen dem und dem, sondern es muss immer alles doppelt und dreifach vorhanden sein. Dann haben wir hier quasi, das ist jetzt speziell nur für Federbeine und Lenkungsdämpfer. Also Lenkungsdämpfer und Federbeine werden hier nur gemacht, also alle Spezialwerkzeuge dafür. Ja. Das ist zum Beispiel jetzt ein Dämpfer, der schon fertig ist, der geht jetzt in die Endproduktion, da kommt jetzt im Endeffekt nur noch eine andere Feder drauf, der ist schon komplett überarbeitet, komplett serviciert, dann kommt eine neue Feder drauf. Und weil die ist noch zu schwach, da kommt eine stärkere drauf, und dann geht das wieder zum Kunden zurück. Wir haben immer so ganz wichtige Setup-Sheets, wo wir dem Kunden, also wirklich alle Daten vom Kunden haben. Alles, was vorher eingestellt war, was wir jetzt ändern oder was wir wollen zu ändern, was wir dem Kunden angeboten haben, wann wir was bestellt haben, dass wir auch wissen, haben wir das bestellt, Lieferzeiten momentan 6 Wochen. Ne? Klassiker. 6 Wochen ist ja noch Glück gehabt, würde ich mal sagen. Ja, kommt drauf an, wann es ist und was der Kunde haben will. Wenn der im Januar nach Spanien gehen will, sind 6 Wochen schlecht. Ja. Von dem her momentan schwierig. Ich wollte nämlich letztens einen Teil bestellen für meine Ducati und Lieferzeit war 1/2 Jahr. Ja, also dann hat man einfach mal eine Saison kein Motorrad. Absolut, absolut. Ja. Ist extrem schwierig. Genau, und dann werden hier die Federbeine befüllt und dann gehen wir noch kurz rein zum Prüfstand. Da haben wir unseren Dämpfungsprüfstand drin, unser Herzstück der Firma. Eines der wichtigsten Werkzeuge, die es hier drin eigentlich gibt, weil da entsteht dann im Endeffekt die Analyse. Hier haben wir jetzt Stefan da, der hier gerade einen Dämpfer. Hallo Stefan. Servus. Hallo. Das ist der Stefan, den kennen schon viele. Der Stefan ist, darf sich auch mal gerne zu mir herdrehen, Stefan. Stefan ist langjähriger Motorrad-Rennsteckenfahrer, der sehr viel weiß. Und da haben wir jetzt gerade einen WP-Dämpfer drin von einer, was haben wir da?
CB600 RR von 2005, PC37 müsste das okay sein. Und da haben wir klassisch WP, da haben wir ja immer ein bisschen viel Zugstufe. Ne? Und da arbeiten wir in der Regel immer ein bisschen Dämpfung raus sogar. Also wir machen weniger Dämpfung, als standardmäßig da in unserem WP-Dämpfer drin ist. Und das analysieren wir hier und arbeiten dann ein neues Setting. Und da ist auch quasi die Eingangsprüfung vom Stoßdämpfer und aber auch die Ausgangsprüfung, wenn er fertig ist. Das heißt, zuerst wird es analysiert, geprüft und analysiert, dann stellt ihr was um und dann wird es nochmal geprüft, ob es da das Problem gelöst ist sozusagen. Und dann wird es auch protokolliert ausgegeben, dass der Kunde quasi immer weiß, was Sache ist. Und da können wir jetzt noch kurz rausgehen zu dem Ausgang quasi, bevor das verpackt und versandt wird. Bitte, damit zuerst. Dankeschön. Das heißt, es ist auch immer beim Versand ist es immer extrem schwierig, haben viele Leute ein bisschen Berührungsängste, damit das sauber versendet wird und verpackt wird, weil es könnte eventuell defekt werden dabei. Also wir haben hier unsere Ausgangsstation, das ist quasi alles, was fertig ist und rausgeht, wird hier quasi aufgestellt und dann wird das zweimal die Woche verpackt und verschickt. Und da ist immer ganz wichtig die Dokumentation. Immer interessant, dass der natürlich sämtliche Protokollierung hat, Prüfstandsprotokoll etc. Das ist halt da alles drin, dass der immer alles nachvollziehen kann, sieht, wie sich die Feder quasi verhält im Laufe ihres Federwegs etc. Also das komplette Prüfprotokoll. Das kommt dann mit ins Paket. Das kommt immer mit ins Paket. Ja, und dann, geht es eigentlich noch weiter. Und das ist jetzt was, was sehr schwierig ist. Ne? Wir haben die Basic, wir haben, machen gut als mögliche Basic, aber ein Fahrwerkssetting ist ja nicht immer, es gibt kein perfektes Setting. Also das perfekte Setting ist die Illusion irgendeines Fahrwerkstechnikers, der sehr motiviert ist, aber perfekt gibt es nicht. Und deswegen gehen wir in die trackabhängige Feinabstimmung. Das heißt, wir machen im Endeffekt eine Basic für den Fahrer anhand seines Speeds, seines Gewichts und was er für Präferenzen hat oder für ein Bike hat natürlich. Und dann gehen wir eigentlich mit dieser Basic immer mit ihm in Verbindung auf die Rennstrecke. Das heißt, wir sind imaginär immer dabei. Das heißt, er hat immer, der kauft eigentlich diesen Service mit, dass er uns eigentlich immer anrufen kann. Ja, also wie stelle ich mir das vor? Du schickst das, das Fahrwerk zurück, er baut es wieder ein, geht zum nächsten Trackday, fährt mal eine Runde oder ein paar und schaut mal, wie er sich damit fühlt. Und dann beobachtet er nach dem Sheet, was du ihm dazu gibst, wie sich das verhält und dann ruft er dich an. Genau, er ruft mich an. Und du gibst dann wieder Tipps oder analysierst das nochmal. Genau, er ruft mich an und er muss, wichtig ist, dass er in ein Motorrad reinfühlt. Also wenn du am persönlichen Limit fährst, jeder hat sein persönliches, dann fühlst du relativ wenig, das liegt am Adrenalin. Deswegen ist es wichtig, dass man hier so 1, 2, 3 Sekunden rausnimmt und einfach mal reinhorcht. Und dann sieht, okay, das Moped verhält sich so, wie ist es auf der Bremse und so weiter. Und dann stelle ich die Fragen, wenn er mich anruft. Dann sage ich, wie ist da, wie ist, welche Rennstrecke bist du? Ja, ich bin in Brünn. Ah, wie ist in Kurve 4? Wie ist in Kurve 6? Ja. Wie ist raus von der Kevin Schwanz? Was hast du für einen Grip? Und so weiter. Ich stelle die Fragen und anhand dessen merke ich schon, okay, wir waren, sage ich jetzt mal, 95% in die richtige Richtung. Hier an der Kurve hapert noch ein bisschen, sage ich, weißt du was, mach mal hier noch 2 Klicks weniger Zugstufe an der Front, dann kriegst du noch mal mehr Grip an der Hinterachse. Und dann macht er das ja einfach. Das ist ja dann, kann ja jeder machen mit einem Impuls oder so. Das heißt, der Kunde stellt das dann selber nochmal um, was du ihm empfiehlst und kann dann so die Verbesserungen vornehmen. Genau, weil die tatsächlich schwierige Einstellung ist ja quasi in dem Federbein oder in der Gabel drin und die Bedienung anhand der Einstellrädchen oder Klicks oder Imbus, Schlitz oder was auch immer, das kann im Endeffekt jeder mit 2 gesunden Händen machen. Also wir haben so keinen Kunden gehabt, der dazu nicht in der Lage war. Und braucht man da irgendein Spezialwerkzeug dafür oder wie funktioniert das? Einfach nur ein Imbus oder ein Schlitzschraubenzieher. Das heißt, der kann dann eigentlich mit der Anweisung am Telefon alles ändern. Ja. Aber im Endeffekt ist es nur immer Feinheiten, Kleinigkeiten, die man dann nochmal on top macht. Und dann protokollieren wir das mit und sagen, okay, der Max Huber hat meinetwegen, oder der Mustermax, ne, hat an Rennstrecke XY haben wir das und das verändert. Ja. Und auf der anderen Rennstrecke 4 Wochen später hat er das und das Problem gehabt, dann haben wir ihm das und das geholfen, dann war das weg. Und so protokollieren wir das mit. Das heißt, der Kunde kann ich dann nicht nur einmal nochmal anrufen, sondern er hat das Service, dass er dann wirklich mehrmals pro Rennstrecke eigentlich dann nochmal von dir das Feedback bekommt und nochmal nacheinstellen kann. Ja. Das ist uns ganz wichtig, dass wir diesen Kundensupport haben. Dass, und ich muss die Leute teilweise wirklich zwingen dazu, sag, ruf mich an. Ja. Du ruf mich nicht an, wenn du zu Hause bist, sondern ruf mich an, wenn du noch im Kreis fährst. Ja. Dann können wir sofort nochmal einen Feinschliff machen. Und da brauchen die auch keine Berührungsängste haben, egal ob es Samstag oder Sonntag ist. Kann zwar sein, dass ich dann erst eine Stunde später zurückrufe am Sonntag, Mittag, ne? Ja. Aber ich rufe zurück und dann finden wir raus, wo ist der richtige Weg und das ist eigentlich das, wo wir uns auch abheben wollen mit der Kommunikation mit dem Kunden,
dass der Kunde weiß oder dass ich weiß, was der Kunde spricht, wenn er irgendwelche Defizite hat und sagt, ah, das pumpt und es bewegt sich und ich kann die Linie nicht halten. Dann weiß ich genau, ah, die und die Kurve, ja, kenne ich das Problem, müssen wir das und das machen. Ja, ne? Na, finde ich sehr toll, dass du dann auch am Wochenende erreichbar bist, weil es ist ja dann so, dass wenn ich dich jetzt später anrufen würde und man ändert dann erst was, dann muss ich ja wieder auf die Rennstrecke, auf dieselbe und mich dann wieder in dieselbe Situation reinfühlen, die dann vielleicht gar nicht mehr so da ist. Also kann man dann gleich Verbesserungen vornehmen. Genau. Ansonsten ist uns natürlich wichtig, dass wir absolute Perfektion haben, vor allem in Sauberkeit, weil das beim Thema Fahrwerk einfach ganz, ganz wichtig ist. Also es muss alles filigran, es muss alles immer tausendmal kontrolliert werden. Es ist kein Bereich für Fehler und es ist auch kein Bereich für Staub und Dreck im Stoßdämpfer. Das muss immer alles klinisch sein. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es immer, und da legen wir viel Wert drauf, und deswegen haben wir vielleicht in manchen Sachen auch ein bisschen teurere Preise wie eine normale Werkstatt, weil wir natürlich viele Instandhaltungskosten haben. Das heißt, wir sind quasi immer am Saubermachen. Das heißt, allein die Zeit zwischen den Aufträgen ist utopisch teilweise, damit wir eben diese Garantie liefern, dass es absolut perfekt ist. Und das aber welche andere Werkstatt kann ich am Sonntag anrufen und hier bitten, mir noch Tipps zu geben, um das nochmal zu verbessern? Deswegen sind wir im Motorsport. Motorsport ist immer anders. Motorsport ist eine Leidenschaft und deswegen machen wir das. Gut. Ja. Matthias, dann sage ich Dankeschön. Danke, ich hoffe, den Zuschauern hat es gefallen und ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Und ihr wisst jetzt, wie ihr euch an den Matthias wenden könnt, wenn ihr euer Fahrwerk einstellen lassen könnt. Schaut am besten auf der Website vorbei, da wird dann nochmal alles erklärt und ihr könnt den Kontakt dann dort anklicken und anrufen. Dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.